Kreisverkehr, da wissen wir ja, was zu tun ist. Okay, ja, jetzt klatschen wir aber mal sowas von, ne? Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play. Forza Horizon 5 auf dem PC, Folge 24. Wir sind im Nissan GT-R von 2017. Machen diese Sommerspieleliste. Um einen wunderschönen DeLorean zu bekommen. Wird aber, denke ich, jetzt einer der wenigen Male sein, dass wir so eine Liste spielen, einfach weil ich mit der Story weitermachen will. Oder wir machen das, wenn wir mit der Story fertig sind und ich immer noch Bock habe auf das Game, dann können wir das auch gerne diesmal ein bisschen mehr machen, weil man dadurch auch Fahrzeuge kriegt, die ein bisschen nicer sind. Exklusiv, die man auch nicht so oft bekommt und so, ne? In 200 Metern links abbiegen. Ich weiß nicht, ob halt schon gemachte noch zählen. Theoretisch muss ich jetzt hier auch nur die 3 Sterne erreichen. Das könnte mit der Karre aber ein bisschen schwieriger werden vielleicht, ne? Ja, wenn wir mit 380 abspringen, dann müsste es eigentlich passen, ne? Ja. Naja, gut, jetzt zieht er halt nicht mehr so. 360, weiß ich nicht, ob das reicht. 370, naja. Er bleibt immerhin schön gerade. Oh, 500 Meter sollten es sein. Oh, 580, das sieht doch gut aus. Ja, was für falsches Fahrzeug für Saisonziel. Da, perfekte Balance, abgeschlossen, sag ich doch. Zack, hat der passt. Yes. So, jetzt müssen wir 2 hervorragende Driftfähigkeiten einer Straßenrennveranstaltung ausführen. Nichts leichter als das. Zack. Straßenrennveranstaltung. Und hier haben wir direkt eine Rundstrecke. Wunderbar, das passt doch direkt. Und dann haben wir unsere 5 Punkte verdient. Fährt die Karre eigentlich ganz angenehm. Bei nächster Gelegenheit wenden. Route wird neu berechnet. Bei nächster Gelegenheit wenden. Ah, das macht mir jetzt hier den Flow kaputt. Jo, linken gar nicht vorhanden. Nice. Ja, guck mal, das wäre schon ein hervorragender. Also, davon muss ich nur 2 machen. Der Platz ist ja relativ egal. Du hast dein Ziel erreicht. Willst du meinen Job übernehmen? Fabuloso! Mal sehen, wie dir Mexiko gefällt. Erstmal brauchen wir das richtige Auto. Passt, ich wollte eigentlich nur fahren. So. Das Rennen sind wir schon gefahren, das kennen wir ja schon alles, ja. Für die Punkte, für den Wagen. Der DeLorean. Nike, muss ich sagen. Fotos müssen auch sein, muss ich, sage ich auch ganz ehrlich. Nur 2 Stück? Ah, ne. Da. Oh, alles neu hier. Nice. Was haben wir hier? Den Mucci-Lago, genau. Okay. So. Ja,
Jawohl, hervorragender E-Drift. Alles ab, haben wir. Dann fahren wir jetzt noch zu Ende. Jetzt ist das Rennen zwar eh für den Arsch, aber naja, wer weiß, vielleicht holen wir noch einen ein. Nee, glaube ich nicht. Der Wagen fährt sich leider nicht ganz so schön hier für so eine Runde. Egal, wir fahren jetzt trotzdem zu Ende. Naja, Abstand halten wir jetzt natürlich, aber eine Runde schon mal nicht mehr, aber ist nicht so schlimm. Es geht ja um die Aufgabe. Wir kommen sogar näher, aber reicht das natürlich nicht für die drei Runden. Na gut, aber Tatsache, da sind sie ja wieder. Also, da hätte man aber noch 10 Runden gebraucht. Oh. Letzter Platz. Nice. So, aber wichtig, Punkte. Jetzt bei den anderen Sachen müssen wir mal gucken. Ich glaube, die meisten waren heute noch gar nicht verfügbar und so weiter, ne? Und das war eine wöchentliche Forzaton-Herausforderung. Hier, ein paar Forzaton-Punkte. Nice. Was willst du als nächstes tun? Da muss ich mal gucken dann, ne? Ja, Digga, nervt doch nicht. So, ja, komm, also. So, bei 11 Punkten. Das ist ja schon mal gar nicht mal so schlecht. Okay, das kommt erst in später. Tägliche Herausforderungen, die kommen zum Beispiel erst in 2 Tagen, 3 Tagen, 4 Tagen. Das ist nicht gut. So, Horizon Arcade, was ist denn das? Es wurde keine gefunden. Ah, verdammt. Schwierig zu findendes Auto. Saisonspielpartien. Ohne Regen kein Segen. Gefahrenschild Piste. Ah. Aber das muss ich mit einem S1 Retro-Sportwagen machen. Achso, dann würde ich nochmal 2 Punkte direkt kriegen. Ja, man braucht halt die Autos dafür hier überall, ne? Guck mal hier, 5 Punkte. Schwierig zu findendes Auto aber auch. Neu in der Gegend. Was muss ich denn da machen? Ein super Hot Hatch.
Saisonziel, gewinne die Meisterschaft. Ja gut. Das auch noch, ne? So, Koop-Meisterschaften sind nichts für mich. Verdiene 2 Sterne. Mit der 2020er Stingray. Das können wir tatsächlich machen. Ja, aber wie wäre es, wenn du mir das auch anzeigst? Das wäre eigentlich ganz nett so, aber irgendwie nicht so, wa? Okay. Belastende Sache. Beim Mulege Anhöhe Gefahrenschild. Ach, hier. Mit einem 2020er Corvette, ja. Jetzt gibt mir erstmal einen schönen Wheelo. Ein Wheelomat. Ja, wow, ich krieg was Gelbes, aber dann ist es so ein scheiß Strohhut, Alter. Rechts. Das hier habe ich auch abgeschlossen. Das ist ja das Nice, dass du mir das jetzt anzeigst. Nochmal ein Geschenk. Weiei. Wheelspin auch nochmal. Hier ist noch ein Geschenk. Beim Tuning ist noch ein Geschenk. Bei Fotos haben wir alles. Event Lab. 7, keine Ahnung, egal. Da ist aber jemand versessen auf Horizon Arcade. Warum auch nicht? Das ist der beste Ort für Spiele und Stunts mit anderen Fahrern, bei dem du auch noch Punkte für den Forza-Tonshop sammelst. Bald geht's los. Finde du derweil ein paar neue Freunde. Okay, jetzt geht es da los in 2 Minuten, oder? Nee. Erstmal die 2 Sterne jetzt mit dem hier verdienen, bei dem Schild. Ich bitte Sie, es nächstes Mal schwerer zu machen. Hier ist dein Hinweis. Finde den Schatz und er gehört dir. Aha, Driftveranstaltung. Spiel Herausforderungen mit anderen Spielern und verdiene Horizon-Punkte. Okay, aber dann nehme ich doch lieber ein anderes Auto noch, oder? In 400 Metern hast du dein Ziel erreicht. Die nächste Horizon Arcade Veranstaltung beginnt jeden Moment. Viel Spaß! Dann brauche ich mal ganz kurz einen anderen Wagen, und zwar den Fiorano Drift Edition. Wenn es ums Driften geht, haben wir mit einer Driftkarre vielleicht ein bisschen. Aber die nächste Horizon Arcade Veranstaltung beginnt bald. Viel Spaß! Jo, Alter, das ist geil. So, ich bin jetzt hier in dem Kreis drin, ne? Hä? Jetzt steht es hier wieder nicht. Geil. Egal. Du hast dein Ziel erreicht. Ja, der ist dafür gut gemacht. Das merke ich. Ja. Der geht gut quer, du. Nice. Hat auch schön Sturz drin und so weiter, ja. Ja, gucken wir mal. Habe ich jetzt noch nie gemacht, auch im Vorgänger nicht. Ich habe keine Ahnung, was da alles kommt und so. Ich hoffe, ich bin jetzt dabei. Okay, was muss ich machen? Drifte auf der Fahrt zum Zielort. Okay. Thank you.
200 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. In 200 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Spieler und ich sehe da nichts. Alter. In 400 Metern rechts abbiegen. Okay, muss ich sagen, ist schon fun. Im dritten Gang macht er sich sehr gut. Hüfte zurück zum Start. Okay. Also man muss wirklich jetzt so viele Punkte sammeln. Bis die Zeit abgelaufen ist, alles klar, machen wir. Ist ganz geil aber auch, ne? Alter, wir haben ein richtig geiles Auto für die Driftzone und so auch alles, ne? Die Reifen auch nicht irgendwann platzen, ne? Also in echt wird die ja. Sicherlich kriege ich das jetzt hier nicht kaputt, ne? In 200 Metern links abbiegen. Oh, das kriegt man kaputt. Okay, scheinbar brauchen wir 3 Millionen Punkte. 3 Millionen Driftpunkte, ne? So, alle Punkte weg. Ah. Oh,
Okay, Kids. Der Spaß ist vorbei. Nice. Traktionskontrolle an, zurück an die Arbeit am Festival. Es sei denn, du willst noch eine Driftfahrt machen. So, jetzt soll ich da einfach nur hinfahren. Ich habe halt gar keine Ahnung, was jetzt noch kommt. So. In 400 Metern rechts abbiegen. Kann der Wagen auch so fahren? Nee, ne? Der ist absolut dafür ausgelegt zu driften. So, einfach einen Preis mich scheinbar hier drehen. Oh. Was ist denn hier mit dieser Absperrung? Verkehr, da wissen wir ja, was zu tun ist. Yo. Okay, ja, jetzt klatschen wir aber mal sowas von, ne? Yes. Ich habe ein paar Abenteuerpläne für dich, wenn du Zeit hast. Wir können ja noch gar nicht mehr Stunts machen. Weiß ich gar nicht wieso. Müssen wir wahrscheinlich das noch machen. Ja, dann mache ich nochmal hier ganz normal. Hier, zack. Da haben wir sogar schon den Kolossus freigeschaltet. Nice. Bin ich Freund von. Ich frage mal Alejandra, ob sie genug Fahrer findet, Kilometer. Die einen Horizon Kolossus gegen dich fahren würden. Hola, mi amiga. Ab in die Werkstatt. Das war's. Horizon Apex ist erledigt. Den Baum meine ich. Die Rennen sind nie erledigt. Hä? Hola, amiga. Hayley hat mich angerufen. Bereit für den Kolossus? Kann kaum erwarten zu sehen, wie du das Ding bezwingst. In 400 Metern scharf rechts abbiegen. Jetzt hier noch in der Driftzone, oder? Driftzone! Mein Lieblingsort von Horizon. Jetzt lass das Heck ausbrechen und zeig mir was. Gelegenheit wenden. Ja, das werden wir wohl nicht mehr schaffen. Schade auch. Runde 3 fehlgeschlagen. Ach, so ein Pech. Hey, bald startet das nächste. Also nur, falls du es nochmal probieren willst.
Okay. Nee, ich will erstmal nicht in der Gruppe bleiben. Aber es hat Spaß gemacht. War mal was anderes. Voll cool. Echt nice. In 200 Metern scharf rechts abbiegen. Voll schön. So. Genau, wir müssen Toyota. Jetzt will ich aber noch mal ganz kurz glotzen. Wir haben hier jetzt 13 Punkte. Ja, das ist natürlich immer noch gar nicht mal so viel. Genau, das war jetzt hier nur das Ganze. Das war eigentlich gar nicht mal so viel. Uff, Alter. Uff, uff, uff. Ah, hier, finde den Schatz. Bringt uns ja auch nochmal Punkte. Und ich würde sagen, die holen wir uns in der nächsten Folge. Danke wieder fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.